Hallo meine Desperados-Freunde da draußen und willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Ich freue mich für euer Einschalten. Wir sind in der unbenannten Voodoo-Mission. Eine weitere Herausforderung des Barons und wir haben inzwischen auch Kate wieder. Kurze Zusammenfassung über unsere Ziele. Hector haben wir, Kate haben wir. Wir müssen jetzt noch das Foto machen. Und irgendwie hier den Priester wahrscheinlich mit Gedankenkontrolle hier auf den Teppich bringen. Dazu müssen wir aber mit, am besten Kate, weil Kate kann jetzt direkt K.O. treten, ne? Ist ziemlich gut. Ich glaube, wir gehen mal erstmal hier ein bisschen aufräumen. Ich weiß nicht, was wir alles aufräumen müssen, aber eine Menge. Jetzt machen wir mal Lärm. Sei drüben! Geht klar, Amigo. Komm her hier. Ich weiß, dass du da drin bist. Das kann nicht bewegen. So, das ist natürlich eine Möglichkeit, wie wir hier uns erstmal räumerisch auf. Hier lang, Amigo. Räumerisch aufräumen können. Wer kennt's nicht? Holen wir uns ein. Rechen bereit. Und wir speichern. Ich mach's mit Singstimme. Hey, Hombre, das hab ich gehört. Los geht's. Scheiße. So, den haben wir auch weg. Ganz ruhig, Amigo. Wunderbar. Komm zu, Hector. So, jetzt gucken wir mal. Aha. Da kommen wir nicht rein. Wer hat denn den Schlüssel? Das wird gut. Hat den Isabel? Wir kommen hier gar nicht rein ins Haus. Uiuiui. Fest verschlossen. Oha. Oh, ich verstehe schon. Oha. Oha, wie kommen wir da rein jetzt? Ist ja verschlossen alles. Die einzige Eingangstür ist dort. Aha. Keine blöde. Da kommen wir überall gar nicht durch. Das sehe ich ja jetzt erst. Dass hier alles dicht ist. Jetzt muss ich mal kurz nachdenken. Also ich komme hier rein. Aber auch nur hier. Hier drüben kommt man rein. Wie sollen wir den Priester denn da hochkriegen dann? Das ist ja fragwürdig. Keiner kann hier wirklich aufmachen. Er ist verschlossen. Bewegt sich kein Stück. Ich bin überfragt. Okay, auf geht's. Okay, dann müssen wir doch erstmal hier lang. Bleibt uns ja nichts übrig. Nichts anderes übrig, ja. Machen wir erstmal den Weg hier zu Ende. Dann machen wir das mal wie geplant. Kein Problem. Alles geht ja nicht. Falsche Person. Kein Problem. Okay. Dann werden wir den erstmal hier niederschlagen. Ich weiß gar nicht, ob Zivilisten uns jetzt hier störend finden. Ich glaube nicht, oder? Kein Mucks. Oh, zu spät. Das war too late. Das wird gut. Müssen wir besser timen hier. Was war das? Das erwischt den nicht? Das wird gut. Jetzt aber. Was? Feine Sache. So. Oh, ein Unfall. Das ist ein seltsames Geräusch. Oh, das kann doch nicht dein Ernst sein. Das ist heftig. Beeilen wir uns. Was ist das denn passiert? So, wie kriegen wir jetzt die beiden Kollegen? Falsch. Oh Mann, das ist heftig. Wird auch Zeit. Gefällt mir.
zum Teufel ist das denn passiert? Wie kriegen wir die beiden Kollegen hier... Was mache ich denn jetzt? ...umgenietet? Wo stellt denn er sich hin? Oh, die stehen ja beide ziemlich weit weg. Ach, die unterhalten sich da auch noch. Hm, der Klassiker. Ha, das schaust du. Der Klassiker. Moment mal. Okay, hier sieht uns der... Was denn? Oh lol, ja, auf jeden Fall. Ich kümmere mich drum. Okay. Oh nein! Ah! Ich war zu schnell. Ich habe nicht gespeichert, wie immer. Ärgerlich. So. Nochmal jetzt. Gefällt mir das Geräusch. Scheiße. Was ist passiert? Einfach falsch. Gucken wir mal. Ich speichere mal hier. Okay, das war nichts. Was ist denn passiert? Genau. Und der da. Wie zum Teufel ist das denn passiert? So, jetzt sind die schon mal miteinander verbunden. Falsch. Wie ist der Plan? Ich werde dich da raus. Ich bin am Zug. Wie zum Teufel ist das denn passiert? Schande. Irgendjemand muss das beseitigen. Das Problem ist, man kann halt einfach niemanden ausnocken hier. Also den könnten wir... Okay. Auf geht's. Die sind jetzt miteinander verbunden. Ich glaube, die Zivilisten machen uns hier gar nichts. Wir könnten hier für einen Moment gesehen werden. Bin in einer Sekunde da. So, jetzt bauen wir mal noch... Hast du leicht Angst? Keine Blöcke. Ich seh's. Na los. Los. Sein oder nicht. Geh schlafen. Ah, bin bereit. So, jetzt müssen wir gleich nochmal die Ablenkung machen. Wie aufregend. Ach so. Weil nur er kann hier fesseln. So, hoffentlich sieht die das jetzt nicht. Ist nichts dabei. So. Safety first. Jetzt müssen wir nur wieder hier rauskommen. Wer sieht uns denn jetzt noch hier? Der sieht nichts. Der sieht nichts. Die Zivilistentante könnte halt was sehen, keine ne? Keine Sorge. Könnte ich dir... Hey, Süße. Ab mit dir. Okay. Ich bin ganz Ohr. Lass mich nur machen. Das kriegen wir hin. Das klappt. Verstanden. Immer. Nicht bewegen, Freundchen. Oh, ich weiß genau, was ich tue. Beeilen wir uns. Zu fest? Hector ist da. Machen wir. Komm zu Hector. Schnell, 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 schnell. Moment. Kein Problem. Geschafft. Ja. Erledigt. So. Wieder weniger. Wieder weniger. So, weil die interessieren uns hier nicht. Ja, dann kann ich hier auf jeden Fall speichern. Kommt mir ein Gedanke. Ich glaube, den können wir hier einfach... Okay, auf geht's. Mal kurz umnoggen. Den können wir auch umnoggen. Noggen? Wer kennt ihn nicht, den Nogger? Ist doch leicht. So, dann kommt der hier weg. Mach Platz. Bring mir Schwung. So, Kate ist dafür auf jeden Fall ziemlich gut. Ich weiß, wo ich hinziehe. Der Spaß fängt erst an. Finger von kein Problem. Weil die Zivilisten, das ist gut, interessieren sich nicht für uns. Ich weiß bloß noch nicht, wie ich das gleich mit dem Priester lösen werde. Hier kommt der Postbote. So, wie können wir jetzt ein Foto machen hier? Jetzt wird's heiß. Ach, wir müssen ein... Ich verstehe, ich verstehe. Wir müssen jetzt hier mit... Wir müssen hier leider eine Verschwendung machen. Ich fang an.
Richtig weh. Denn irgendjemand muss ja das Foto von uns machen. Tschüss. Leute, sieh einfach da hinten irgendwo drin. Das ist was für über den Kamin. Wie alle posieren, echt cool. Sehr gut. Auf geht's, amigo. Mach's dir so. Heil dich mal. So, das haben wir. Der sieht uns nicht. Dann machen wir. Hey, haben wir aber voll gut, ganz gut jetzt hier, ne? Gut aufgeräumt. Du brauchst eine kleine Pause. Ui. Hier bin ich, amigo. Wird auch Zeit. Hauptsache, er sieht es. Schon unterwegs. Wollen wir dann? Gefällt mir. Gut, dann. So. Du schaffst das, Katie. Oh ja. So, wir kommen jetzt hier hoch. Ach, da ist ja auch eine Leiter. Wie lange müssen wir denn also kommen wir alle hier hoch. Das ist die einzige Stelle, wo wir hochkommen. Ich hab genug. Das ist das Ende der Welt. Ah, bücken. Na los, amigo. Okay, das wird jetzt auf jeden Fall eine etwas schwerere Situation. Okay. So, so. Nein, ich werde nur einer. Teufel! Eigentlich oder auch nicht? Verzeih. Also schön bereit. Okay, das war. Gut geregelt. Ganz ruhig, amigo. Weg. Weg, 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 weg. Komm zu, Hector. Gib mir mal den hier auch noch. Ab mit dir hier rein. So. Jetzt haben wir die beiden noch. Kriegst du leicht die weg. Nur ein bisschen Blut. Zwei. Genug Zeit vertrödelt. Das sollte gehen. Speicher nicht vergessen. Machen wir sie fertig. Wird auch Zeit. Klar. Ich finde, du solltest dich hin. Das haben wir. Da schaust du. Bereit, wenn du es bist, Darling. Gut. Nicht bewegen. Damit haben wir die auch. Also hier ist der Weg frei. Für den Priester. Ist nur die Frage, wie kriegen wir den Priester hier hin? Das kriege ich hin. So, weg. Wir müssen halt jetzt, wir müssen die Leibwächter ausschalten. Los geht's. Die Leibwachen. Wüsste nicht wie. Wir kommen aber hier nicht durch. Wie kriege ich denn den Priester denn überhaupt hier? Wo ist denn der Schlüssel? Gibt keinen Schlüssel. Oder hat der Priester einen Schlüssel? Ja, aber wir haben doch die am Anfang mit. Ich bin ganz Ohr. Isabel? Nee, bewegt sich kein Stück. Auf keinen Fall. Ich kümmere mich drum. Wir haben ja keine Chance, den Priester irgendwie reinzukriegen. Eine Zigarette wäre jetzt gut. Das ist für mich die einzige Frage, die sich hier stellt. Weil, also die Leibwächter. Wir sollen den Priester auf den Teppich bringen. Wie soll ich das machen, ohne einen Schlüssel zu haben? Ich bezweifle es, dass der Priester ja klettern kann. Ich muss ja erstmal hier hinkommen. Mal sehen, was sich machen lässt. Ich meine, ich habe ja jetzt hier eigentlich alles, soweit ausgeschaltet. Jetzt sagt nicht, ich hätte den Schlüssel am Anfang irgendwie nehmen müssen und hab's nicht gemacht. Weil ich komme ja hier nirgendwo vorbei. Hä? Das verstehe ich jetzt selbst nicht, wie ich da rankommen soll. Also, ich kann ja nicht mal. Ich kann natürlich von hier rüberspringen, aber wie komme ich dann wieder zurück? Hier außen rum? Ich bin am Zug. Also ich kann es natürlich probieren. Ob das so schlau ist, weiß ich noch nicht. Werden wir feststellen. So. Genug Zeit verschwendet. Okay, der wird also doch gesehen. Nee, wird er nicht. Nur in dem Moment.
Aber ich glaube, das ist machbar. Da, wo es weh tut. Was zum Teufel? Bis der Vorhang fällt. Boah. Leute. Bringen wir Schwung in die Sache. So, jetzt lauft mal hier vorbei. Kommt. Dauert nur eine Sekunde. Verzeihung im Voraus, Darling. Der Spaß fängt erst an. Ein schönes unterwegs. Ganz ruhig. Genug Zeit vertrödelt. So, jetzt muss ich mich beeilen. Bin in einer Sekunde da. Na los. Er fällt mir. Ja. Los, schlepp mal ein bisschen schneller. Schneller geht's nicht. So. Weil ihr wisst ja, mit Kate könnt ihr das so machen, dass er nicht gesehen wird. So, wirst du gesehen? Nö. Dann warten wir, bis die eine Runde gelaufen sind. Dann machen wir die gleiche Technik. Ich treffe immer. So. Ich kümmere mich drum. Ach, bin bereit. Klar nicht. Das klappt immer. Diesmal können wir aber auch mit Hector. Komm zu Hector. Die Show geht weiter. So, alles jetzt dürfte uns hier nichts mehr befürchten. Aber der da, den will ich noch jetzt einfach aus reiner... Ah, das geht nicht. Okay, der interessiert uns aber auch eher weniger. Was gibt's? Oh ja. Was? Oh, haben die ein kurzes Sichtfeld. Jetzt oha, oha. Was kann ich tun? Genau. Ich finde, du solltest dich hinlegen. Oh, das war doof von mir. Dover Ladestand, sagen wir mal so. Mal gucken, ob die den sehen. Ja, sehen sie, aber... Mir ein Gedanke. Okay, der haut dann ab. Das ist dumm. Da muss ich, das war doof von mir jetzt. Ich will das hier mit dem Priester jetzt noch erledigen. So, noch einmal sehen Sie ihn. Ich treffe immer. Wird auch Zeit. Du brauchst eine kleine Pause. Mach dir genug Zeit vertrödelt. So, nimm mal auf hier. Na los, amigo. So, jetzt wieder hier rüber. Obwohl, eigentlich... Oh, doch, jetzt müssen wir. Ah! Alles klar. So, was mache ich jetzt? Genau, das Problem ist... Was zum... So. Hector ist da. Schon unterwegs. Wir müssen den kürzesten Punkt irgendwas irgendwie erwischen. Weil ich muss gleichzeitig Gedankenkontrolle machen. Okay. Auf geht's. Was ist das? Gefällt mir, was ich da höre. Ist das keine Bewegung? Mann! Ich muss gleichzeitig die Gedankenkontrolle machen. Weil der kriegt es sonst mit. Bis ans Ende der Welt. Ha, da schaust du. Wie lange müssen wir denn noch warten? Okay. Genug Zeit vertrödelt. Vielleicht schaffe ich's. Verzeihung im Voraus, Darling. Ich zieh die Fäden hier. Mach Platz. Okay. So, jetzt haben wir auf jeden Fall... die Leibwachen haben wir. Ihn haben wir auch. Wie kriege ich ihn jetzt bloß weg? Oh, 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 oh. So, wie kriege ich ihn jetzt dahin? Weil er kann... Doch. Ist verschlossen. Ich sage, wie kriege ich den da jetzt hoch? Hier runter?
Ich muss ihn ja jetzt ultra weit führen. Und ohne, dass er aufwacht. Also, schon aufwacht. Schneller. Ich mach das schon. Los. Bewegung. Ja. Ich muss den langen Weg jetzt hier gehen. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist. Gefällt mir, was ich meine, ich muss ihn jetzt zum Teppich bringen. Ich meine, Aufladung, glaube ich, hätte ich noch genug dafür. Los. So, heile dich mal kurz, weil ich muss mich ja auch gegenheilen. Ich kümmere mich. Jetzt muss ich mich beeilen, nicht nur gegenheilen, sondern auch noch beeilen. Ich werde ihn jetzt von Busch zu Busch führen. Ich werde, was passiert, wenn ich ihn... Nee, das geht nicht. Ich muss warten, bis er aufwacht und dann... So. Ich hoffe, dass das einfach... Einfach reicht von den Aufladungen. Dahin. Schneller. Wir speichern hier immer mal zwischendurch wieder. Ist zwar ein komischer Weg. Oh, ich verstehe schon. So, jetzt müssen wir uns ein bisschen wieder sputen. 3 Aufladungen noch, das kann echt knapp werden. Das kann richtig knapp werden. Genau, was der Doktor verordnet hat. Wer will freiwillig? Schlauer ist, wenn ich mich genau hinter ihn stelle. Dann habe ich einen größeren Weg. Schlauer wäre es, wenn ich ihn sogar hier, also wenn ich mich hier positioniert hätte. Oh, ich komme aber schon ziemlich weit jetzt. Das ist gut. Ist machbar. Ist auf jeden Fall safe machbar. So, ich werde ihn... Bewegung. Doch. Eigentlich ist das gut. Ja, ist machbar. Ist machbar, weil wir haben ja hier den Weg schon vorbereitet. Ist komisch, aber machbar. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist, aber ja, ist ja auch eigentlich egal. Genau, sag ich doch. Ob es gewollt ist oder nicht, so wie wir schon festgestellt haben, viele Wege führen hier zum Ziel am Ende. Freundschaft geschlossen. So, und der Weg sollte dann eigentlich tief durchatmen. So. Okay. Lauf. Schneller. Zack. Da ist er. Doch nicht so ganz frei von Sünden. Geschafft, Leute. Geschafft. Wieder mal eine weitere Mission erledigt. Oder? Was fehlt mir noch? Ach so, den Abgang machen wir's. Ah. Na dann mal los hier. Ich speichere mal. Genau da, wo so. Was geht's? Ha, feine Sache. Zack, zack. Meine Güte, was? Das war's jetzt aber. So. 1, 2 und 3. Gut gemacht. Diese Hochzeit hat sich als echtes Spektakel erwiesen. Meine Klienten sind zufrieden. Auch diese Mission habe ich erfolgreich gemeistert. Halbe Stunde. Aber war schon anspruchsvoller, das Ganze, muss ich sagen. Ja, hat mich auf jeden Fall gefordert. Dass man hier nicht töten kann, halt, ne, war schon was anderes. Aber war spannend, muss ich sagen, war spannend. Sehr schön. Diese Mission auch ein Häkchen dran. Check. Umbenannte Voodoo-Mission. Wir haben noch ein paar vor uns, Leute. Ich hoffe, ihr seid noch heiß drauf und seid auch noch dabei. Nächstes Mal fangen wir den Risikojob an und gucken mal, was uns da erwartet. Ich hoffe, dass ihr wie immer dabei seid und fleißig euren Support da lasst. Ich danke euch auf jeden Fall an dieser Stelle fürs Zuschauen. Ich verabschiede mich. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao und goodbye.